Was denn? Achso. Das räumst du gleich wieder weg. Und dann ist es, glaube ich, jetzt auch okay mit dem Pennen. Aufwachen. Und dir mal was zu essen mache. Zum Beispiel Cerealien. Was war das? Weiß kein Mensch. Try, wie sieht's aus mit deiner Energie? Ja, komm, steh auf, ist gut. Oh, vor allen Dingen, weil er in einer Stunde zur Arbeit muss. Gutes Timing. Setz dich hinzu. Tju. Auch dieses random Umsetzen ist doch auch... Das ist doch auch nicht normal. Also, ja, man kann mir erzählen, was man will, aber hier ist wirklich einiges noch im Argen, was das Spiel angeht. Ja. Und Hänger. Ja. Immerhin, man muss ja sagen, also es macht ja trotzdem Spaß. Es ist ja nicht so, als würde das Spiel keinen Spaß machen. Und die Möglichkeiten sind ja immer noch schön, um hier rumzubasteln. Und es ist ja alles ganz toll. Die Bugs stören ja auch nicht so viel. Zumindest habe ich, glaube ich, noch ein ganz angenehmes Maß an Bugs. Also das ist okay. Wenn ich diesen 10-Sekunden-Bug bei einmal Tastatur drücken hätte, dann wäre ich wesentlich bepisster, was das hier angeht. Aber so geht's ja. Es lässt sich ja spielen. Von daher habe ich schon meinen Spaß. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt mal so völlig... sehe ich mich selbst im Spiegel? Hallo? Prey. Das wirkt jetzt auf mich wie Prey hier. So. Ja, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Ja, jetzt mal so ganz... ja, ohne jetzt mich meinen eigenen Geschmack damit einzubinden, macht es wirklich Sinn, dieses Spiel zu spielen anstelle von Sims 3? Also, so ganz objektiv gesehen, glaube ich, nee. Ich glaube ganz ehrlich, dass Sims 3 immer noch das bessere Spiel ist. Es sieht nicht wirklich anders aus. Die Funktionen sind größtenteils dieselben. Man hat deutlich mehr und dafür weniger Bugs. Also so richtig... Naja, also wer es noch nicht hat, dem kann ich jetzt noch nicht zwingend unbedingt empfehlen, weil er ein Sims-Fan ist, dass er das hier jetzt auch haben muss. Dann bleib lieber bei Sims 3, lieber Freund. Aber baut trotzdem ein Sim bei Sims 4, damit ich ihn einbauen kann. So. Also, bei der Demo. So, müsste Hering nicht eigentlich auch auf Arbeit? Habe ich doch eben geguckt. Ich bin doch der Einzige, der heute frei hat. Wo ist das denn? 11 bis noch was. Ach so, okay. Gut, gut. Was ich eigentlich total witzig gefunden hätte, wäre, wenn sie sowas wie Internet-Reviewer oder so Videoersteller, egal ob jetzt Let's Plays, Reviews oder sonst irgendwas, als Beruf gemacht hätten. Quasi so ein Homeoffice-Beruf. Den gibt es eigentlich, glaube ich, noch immer noch nicht so wirklich. Den gab es ja bei Sims 3 dann mal so ein bisschen als Tattoo-Artist und diese Berufe, die man dann von zu Hause aus machen konnte, wenn man entsprechend sich Räume dafür eingerichtet hat. Aber so richtig... Wirklich Homeoffice gibt es, glaube ich, nicht. Also klar, man kann natürlich einfach selbst freiberuflich sagen, ich schreibe jetzt, wie im Fall von Hering, ich schreibe jetzt einfach ein Buch jeden Tag und verkaufe das. Das geht natürlich schon. Aber so, ich glaube, das funktioniert auf Dauer nicht so gut wie Arbeit. Und so ein richtiges Job-Karrieresystem gibt es ja dann auch nicht. Von daher, hätte ich eigentlich cool gefunden. Wäre mal eine lustige Idee gewesen, vor allen Dingen, weil das ja jetzt, da muss ja Maxis wohl sich auch selbst eingestehen, dass Let's Plays und Reviews kein unbekanntes Ding. Gut, sie haben nicht mal Laptops eingebaut, vergiss es. Was läuft denn in der Klotze? Oh, Gordon Ramsay! Naja, vielleicht nicht ganz. So, während... Mach das nie. Oh Gott.
been up shelves. Jungi Plavum, Chech Pimva. Chech Pivna. Sminchi Dama. Sobi's good. Kalu Pizoy Bove. Renard Mervais Drobe. Oh mein Gott. Wer? Verschwitzte Prüfung. Wer ist es denn? Dafür, dass es eine Kunstschule ist, muss man ziemlich viele Aufsätze schreiben. Lu war so darauf konzentriert, ihr Handwerk zu verfeinern, dass sie den großen Aufsatz heute ganz vergessen hat. Es ist gerade noch genug Zeit für eine Runde Büffeln oder um eine Lerngruppe zusammenzutrommeln. Was? Was ist das denn für eine Wahl? Eine Lerngruppe oder Büffeln? Inwiefern unterscheidet sich das? Dann mache ich Büffeln. Vorbereitung ist für das niedrige Volk. Ein Genie lebt im Augenblick. Lu büffelt wie verrückt und meistert die Prüfung. Leistungsverbesserung groß. Allein der Satz hier macht keinen Sinn. Okay, das habe ich jetzt echt nicht verstanden, was das Spiel jetzt gerade hier von mir wollte. Na gut, Leistungsverbesserung groß, immerhin, das hat ja dann funktioniert, auch wenn das jetzt gerade sehr seltsam war. So, jetzt hör bitte, bitte, bitte auf zu tanzen, das ist so fürchterlich. Und dann üb doch mal ein bisschen Gitarre, jetzt bist du ja wieder allein, jetzt kannst du ja wieder. Lege ja los, Klimper die Pimper. Schön zu sehen, dass er immer noch scheiße ist. Du hast noch einen langen Weg vor dir. Jam einfach mal ein bisschen, vielleicht ist das besser. Mit mir selbst. Dieses Ding sieht immer noch, ist das der Postal Dude? Sieht ein bisschen aus wie ein Postal Dude im Evil Knievel Anzug. Naja. Oh, was anderes? Ach so, das ist, ja, das ist wieder Duck and Carry, ich verstehe schon. So, lebt eigentlich irgendwie noch jemand von euch? Wer ist das denn hier zum Beispiel? Das ist doch ganz offensichtlich. Jenny kenne ich nicht. Tschüss. So, hier müsst ihr zum Beispiel... Was? Plagiatsvorwurf. Ein Blogger einer Konkurrenzseite verfasst einen Eintrag nach dem anderen... einen Eintrag nach dem anderen darüber, dass Hering seine Ideen gestohlen hat. Doch noch ein paar Tage und das Ganze wird sich zu einem ausgewachsenen Internetskandal entwickeln. Soll Hering sich in einem Eintrag verteidigen oder sich bedeckt halten, bis der Sturm vorüber ist? Ich glaube jetzt, dass Hering nicht unbedingt so der Kriegsstifter, beziehungsweise... ich glaube schon, dass er sich verteidigen würde. Ignorieren wäre, glaube ich, auf die Dauer keine gute Idee. Oder? Hering hat eine scharfe Erwiderung verfasst und jetzt kennt die Welt die Wahrheit. Leistungsverbesserung klein. Na, das ist doch... Ich bin ja nicht ganz blöd. Residenzen besuchen, Bunsenbrenner. Was? Hier müsst ihr eigentlich Hellnagel wohnen und hier müsst ihr auch irgendjemand... Also hier müsst die ganze Bagage wohnen und hier müsste Hellnagel wohnen, Oni... Wisst ihr, was cool wäre? Vielleicht geht das ja sogar, wenn man hier irgendwie so einen Nachbarschaftsanruf machen könnte. Also, dass man, also, weil hier wohnen ja jetzt allein schon irgendwie, glaube ich, 11 Leute oder so insgesamt. Nicht, dass man jetzt jeden Einzelnen anrufen, beziehungsweise jeden dann kennenlernen, dann anrufen, dann Party machen müsste, sondern dass man sagt, hey, Nachbarschaft, wupp, kommt vorbei, ich baue hier einen großen Tisch auf, wir grillen. Das wäre cool. Wenn das irgendwie funktioniert, das wäre ganz angenehm, dann könnte man mal so einen Nerdplay-Grillen machen. Spiel spielen, Romanze ansehen. Oh Gott, oh, also, nö.
Ja, sag ich ja. Nö. Nö. Diese beiden Sachen, ne? Also wenn man jetzt hier auch noch, man könnte ja noch einen Flügel hier hinstellen und so ein Kram. Wenn man das verbinden könnte, dass man sagt, okay, einer singt, einer spielt Gitarre, das wäre cool. Wenn man hier so, naja gut, das kommt aber wahrscheinlich wieder mit irgendeinem Add-on wie immer. Du wirst kokett beim Müll wegwerfen. Du hast sie doch nicht mehr alle. Erstmal eine schnelle Mahlzeit. In O-O-Jaft. O-O-Jaft. So, Uhrzeit. Daltür oder beides. Braucht alles noch ziemlich lange, bis da die anderen wieder kommen. Da ist doch wer unterwegs. Das ist Kevin Pause und Kim Meyer. Pauls. Warum laufen hier eigentlich nur die blöden Langweilo-Standard-Sims rum und nicht die Leute, die ich selber reingesetzt habe? Ich meine, ich kann jetzt einfach mal hier Residenz besuchen klicken. Gehe ich jetzt einfach mal bei Hellnagel vorbei und bei Oni. Würdest du den O-Saft bitte trinken? Danke. Wow. Ach so. What the fuck? Aber das Haus ist doch schon geladen. Was passiert hier gerade? Ja. Was passiert hier? Aha. Okay. So, was bin ich denn hier jetzt mit den Leuten? Die sind noch nicht richtig. Kann das sein, dass die nicht wirklich eingezogen sind? Oder warum genau steht ihr immer noch auf der Straße? So, schnellere Unterhaltung, schnelle Unterhaltung mit Oni. Fertig. Okay, wir können uns sehr gut leiden. Das ist super. Direkt auf der Straße schon angekackt. Was ist denn hier kaputt? Ey, bleib da! Wo gehst du denn hin? Was mach ich da? Mit Michael plaudern. Kokett vorstellen. Nein! Was tust du? Stopp! Der rennt jetzt durch die komplette Nachbarschaft. Bist du bescheuert? Ich geh doch nicht. Himmel, Arsch und Zwirn! Geh wieder zurück zu denen! Hier, da, lustig vorstellen. Und dann stellst du dich hier auch nochmal vor. Und zwar mit, Kompliment über Haus machen. Ihr habt ein tolles Hütchen. Hier, und Jens, kann man ja auch mal noch, freundlich vorstellen. So. Kim Schneider. Dö, ist das der Mann von ihr? Das wäre jetzt großartig. Ach nee, das Schäfer. Mist. So. Da läuft's schon mal. Da läuft's auch wieder so ein bisschen. Aha. So, jetzt kennt man sich. Die Unbekannten labern miteinander. Wir labern miteinander. Jetzt funktioniert's doch. Das finde ich ganz cool mittlerweile, dass das so gut funktioniert, dass die untereinander auch dann reden und sich so in Grüppchen quasi unterhalten können. Geh weg, Alex. Ich im Auge. Pass bloß auf. Was geht denn da hinten? Sag mal, ist hier ein Verkehr? Ja, genau das meinte ich, dass man hier mit so vielen Leuten redet. Jetzt ist der doch da. Der Offermann. Der hat richtig Spaß, habe ich das Gefühl. Richtig Spaß. Oh, aber Jens auch. Och Mann, ey. So, ich habe Hunger. Könntet ihr mir jetzt nicht in eurem nicht besetzten Haus irgendwie was kochen?
Unkeepable Mel. Ja, ich habe ja immer noch keine Streams gemacht. Ich müsste wirklich mal trinken, gerade bei euch drei, beziehungsweise vier, wenn zumindest es sich auch noch mit reinkommt. Dringend Möbel reinstellen, sonst wird das echt ein bisschen blöd. So, das ist ja auch mal eine geile Gangart. Oh. Oh, ja, ich will euch gar nicht weiter aufhalten, dann geht mal pinkeln. Ich gehe dann nach Hause telefonieren. Ich gehe zurück nach Hause, da kennt mich keine Sause. Das ist so blöd. Das ist wirklich blöd.